Was wollte ich als Kind? Was wollte ich als Kind? Ganz, ganz viel. Pferdewerten. So richtige Landwirtin wollte ich eigentlich immer schon werden. Was wollte ich denn immer sonst? Ich hatte, glaube ich, recht viele Träume. Aber ich glaube, so Pferdewerten, Landwirtin, das war eigentlich schon irgendwie mein größtes Ziel. Oder Spieletesterin. Auf eine Art und Weise habe ich es ja dann eigentlich meinen Traum erfüllt, oder? Meine Lieblingspferderasse. Ja, da schwanke ich halt jetzt auch. Jetzt, wo ich mein Pferd kennengelernt habe, der ein Traber ist, mag ich auch Traber. Und gleichzeitig mag ich auch wiederum Fjordpferde, weil ich finde, die Rasse ist einfach hübsch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt so schöne Pferderassen und so viele schöne Pferderassen. Das ist manchmal für mich echt gemein. Ich glaube, Pommes gibt es hier nicht fürs Pferd. Sorry. Okay, Apfel. So. Apfel genommen. Wir gehen. Ich wollte schon sagen, wo ist mein Pferd? Du bist so klein. Du hüllst dir das einfach noch nie nur aus. Guck mal, ein Apfel. Apfel? Jetzt kriegst du was Leckeres. Oh, diese Stimme habe ich vermisst. Oh, fein. MV, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Fragen wir mal so. Oder allgemein, was sind denn eure Lieblingsfarben? Oder eure Lieblingspferderasse? Fantastico. Fanta. Das ist ein cooler Name. Ja, Seth will Pommes. Aber ich habe doch keine Pommes. Manno. Ich hab doch noch keine Pommes. So, ich gehe jetzt hier die Leiter rauf. Und zwar nämlich zu unserem Dort Tagebuch. Auf der Kiste liegt dein geheimes Tagebuch. Du kannst alles hineinschreiben, was du mit deinem Pferd erlebt hast. Das ist toll, wenn man später darin herumblättert und nochmal sehen kann, was schon alles passiert ist. Oh ja, Isländer sind auch toll. Da gebe ich dir auch recht. Oh, was? Deine Schwester ist ja ungehört, Tammy. Also. Guck mal, hier können wir ja mal reinschreiben. Ja, das können wir mal so stehen lassen. Und dann können wir hier noch dazu schreiben. Heute. Hallo? Geht doch. Heute machen wir unseren Livestream. Grinsesmiley. Hey, man kann da sogar Grinsesmiley reinmachen. Das wusste ich noch nicht mal. Meine Lieblingsfarbe ist gay. Oh ja, die kleinen Shetland-Ponys, die sind auch wirklich süß. Ah, da hast du den Namen, My Pets. War ein kleiner Shetland-Pony, das ist toll. So, zu Tammy. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen großen Bruder. Der ist auch voll lieb zu mir. Und ich auch zu ihm. So, Samira, meine Lieblingsfarbe ist blau, weiß und schwarz. Du weißt schon, dass aber Farbe, weiß und schwarz keine Farben sind, oder? Nein, das gehört ja trotzdem deine Lieblings. Ich wollte einfach nur hier wieder rumblödeln hier, Mensch. Blau, weiß und schwarz, das sind auch tolle Farben. Schreib, es will Pommes. Okay. Es will Pommes. Und es gibt leider keine. Trauriges Smiley. Pommes, Pommes, Pommes. Was habt ihr eigentlich mit dem Pommes hier, Mensch? So, speichern. So, dann gehen wir hier die Leiter runter und
Dann gehe ich mal hier zum Gatter. Okay, was wollen wir denn jetzt noch mit unseren kleinen Fohlen machen? Was ist denn das hier? Pferd auf die Weide in den Stall stellen. Was ist das? Ortwechsel. Achso. Wo konnte man denn hier den Tag irgendwie beenden? Konnte man das? Es ist eh... Das ist ja erst 10.48 Uhr, Leute. Pferd in Gelb. Ich glaube, dann ist das Pferd krank, wenn es gelb ist. Nein, keine Ahnung. Oh, dann kannst du das... Dann kannst du ja einen Shetland-Pony die ganze Zeit im Sommer immer bei deiner Oma besuchen. Das finde ich ja toll, mein Pets. Toll. Pommes war noch ein Tor. Ja, aber Loser sind auch toll. Man vergisst immer so viele Pferderassen, habe ich manchmal immer das Gefühl, weil es einfach so viel gibt. Longieren, longieren. Okay, haben wir überhaupt Longierzeug? Ja, hier, ne? Hier ist ein Halfter. Wir haben doch noch gar kein Longierzeug, oder? Hing das sonst immer hier, ne? Weil es ja nun Halfter. Ich glaube, da müssen wir es noch kaufen. Ich weiß. Oh Leute, das ist schon so Ewigkeiten her, wo ich dieses Spiel gespielt habe. Jetzt merke ich erst, ey, dass es wirklich schon echt lange her ist. Ich glaube, da sollten wir... Ja, das stimmt. Ich mag auch Pommes. Hatte ich erst vorgestern. Mit Fischstäbchen. Okay, kaufen. Ich glaube, dafür müssen wir den Ortwechsel machen. Ne? Shop. Dann geht es euch irgendwie mal ein bisschen schneller. Ich glaube, damals bin ich irgendwie immer hingelaufen. Ich habe doch gar keine Ahnung, warum eigentlich. Los, raus aus dem Stall. Also, was, Tammy? Ich war heute unterwegs und da war eine Frau, die meinem Kumpel mit ihrer Tasche hinterhergerannt. Warum? Warum macht sie so... Warum ist unser Fohlchen denn dabei? Warte mal, war das hier? Ich glaube ja, ne? Warum lästert ihr denn über sie? Hat die einfach was Doofes gemacht? Das will ich jetzt wissen. Was brauchst du? Ich brauche Zaumzeug. Longieren für Fohlen. Bitte einmal. Longierleine, Luxus-Longierleine. Brauchen wir noch die Longierleine? Nee, ne? Nee, fürs Fohlen. Genau. Habe ich das jetzt gekauft? Ja, okay. Das hat irgendwie gar keinen Klick. Also, ich habe keinen Klick gehört irgendwie. Das ist, irritiert mich dann. Dann muss wohl jemand irgendwie losfahren, dir nochmal schnell Pommes besorgen und dann hast du Pommes. MV. So, Geschäft verlassen. Das macht gerade echt Spaß. Wisst ihr das eigentlich? Ich glaube, ich mach das jetzt immer nur. So. Warum habe ich mich hier nochmal hier sofort seinen Turnierplatz? Stall. Naja, wenn sie aber wirklich so einen komischen Hut hat oder so, dann kann ich das verstehen. Nee, also wie schon gesagt, so ich glaube einfach, dass ich gucke, dass ich dieses Livestream wirklich... Ich hoffe, dass wirklich die Aufnahme auch funktioniert sozusagen, dass ich es einfach nochmal bearbeiten kann. Dass dieser Livestream sozusagen nochmal in kleine Abschnitte kommt von 10 oder 15 Minuten lang, je nachdem. Aber ich denke mal, 10 Minuten werden, glaube ich, angebracht. Wenn du etwas in der Hand hältst, kannst du es in deinem Inventar unten am Bildschirm ablegen, indem du darauf klickst.
Mit einem Klick auf die rechte Maustaste legst du den Gegenstand wieder an seinen Platz im Stall. Wo war ich jetzt? Jetzt hat mich diese Frau durcheinander gebracht. Nee, also wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das teile ich dann einfach auf. So dass halt eben wirklich jemand, der jetzt vielleicht nicht bei den Livestream dabei war, aber trotzdem halt eben das gerne sehen möchte und nicht nochmal eine ganze Stunde den Livestream dann angucken muss oder so. Ich glaube, das kommt dann einfach besser. Na, ich glaube, jetzt habe ich auf den Shop geklickt. Dann. Oh, Würstchengas bei MV. Auf geht's! Lecker, lecker. Ich wollte doch nicht nochmal shoppen. Hallo, warum kann ich denn... Ich klicke hier alles an, irgendwo. Ich glaube, irgendwie drücke ich mich gerade. Nee, also, was ich damit sagen will. Also, ich nehme mal hier diesen Livestream auf, nehme aber währenddessen diesen Livestream auf. Diesen Livestream bearbeite ich, so dass ich dann 10 Minuten Folgen rausbekomme. So dass es Ermann auch wirklich eine Let's Play-Folgen so gesehen auch richtig erweitert. Jetzt kannst du dich ein bisschen ausruhen. Was? Er soll sich ja gar nicht ausruhen. Ich wollte doch auf den Longierplatz hier. Mensch. Oh, na, bei Tammy gab es auch Spaghetti. Bewegung? Ja, Spaghetti sind wirklich lecker. Achso, das lese ich wieder nicht vor, oder was?